Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du gerne eine Blog-Kooperation mit einer Firma aufbauen möchtest, dann solltest du dich im Vorfeld unbedingt auf die folgenden drei Fragen perfekt vorbereiten. Dafür schnappst du dir jetzt einen Stift und einen Zettel und es geht auch schon los. Denn bevor sich ein Unternehmen dafür entscheidet, mit dir eine Kooperation einzugehen, möchte es natürlich davon überzeugt werden, dass sich eine Zusammenarbeit mit dir überhaupt lohnt. Daher Frage Nummer 1, auf die du vorbereitet sein solltest: Warum sollten wir gerade mit Ihnen zusammenarbeiten? Hierbei möchte das Unternehmen Kennzahlen haben, die wichtig sind, um herauszufinden, ob deine Zielgruppe oder ob Ihre Zielgruppe dementsprechend gut erreicht wird. Dafür empfehle ich dir, ein Media Kit zu erstellen, in dem du deine Blog-Kennzahlen festhältst. Blog-Kennzahlen können beispielsweise sein monatliche Seitenaufrufe, Verweildauer der User auf der Seite, Absprungrate und so weiter und so fort. Diese Daten bekommst du über Google Analytics und trägst sie dann in dein Media Kit ein. Noch ein Tipp aus der Praxis: Als Media Marketing Manager muss man sich oftmals zwischen mehreren Bloggern entscheiden. Und da hat man in der Praxis im Büro keine Zeit, stundenlang irgendwelche Media Kits zu durchforsten und lange Beiträge zu lesen, mit Fotos gespickt und so weiter, sondern daher empfehle ich dir, halte dein Media Kit kurz, knapp und knackig, denn deine Arbeitsprobe ist nicht das Media Kit, sondern deine Arbeitsprobe ist deine bisher geleistete Arbeit auf dem Blog. Denn du kannst dir sicher sein, dass man sich ganz genau anschaut, wie viele Backlinks zeigen auf deinem Blog, wie bist du vernetzt, wie agierst du im Bereich der Kommentare und wie sind deine Artikel aufbereitet. Gibt es beispielsweise viele Rechtschreibfehler? Sind die Fotos von hoher Qualität? All das sind wichtige Fakten, die dafür sorgen, sich ein Bild machen zu können. Kommen wir zur Frage Nummer 2. Wie wollen Sie konkret dazu beitragen, dass wir mehr Verkäufe, Leads oder Klicks generieren? Die Frage ist besonders wichtig, denn hier möchte das Unternehmen ganz genau wissen, welche Methoden du nutzt. Erstellst du zum Beispiel Videos auf YouTube oder Videos und packst diese auf YouTube? Schreibst du einfach nur einen Artikel und packst in diesen Artikel viele selbstgemachte Fotos von dem Produkt oder von der Dienstleistung rein? Hier beschreibst du deine Methoden, deine Vorgehensweise, wie du Kunden dazu bringst oder Interessenten dazu bringst, Kunden in Zukunft zu werden. Welche Messwerte nutzen Sie für Ihre Erfolgsmessung? Damit der Marketingmanager seinem Vorgesetzten erklären kann, ob sich die Kooperation mit dir überhaupt gelohnt hat, ist es wichtig, dass du bestimmte Messwerte festsetzt. Messwerte können beispielsweise sein: Du platzierst in deinem Artikel, in deinem Testartikel, einen Link zum Unternehmen und misst, wie oft deine Nutzer, deine Blogbesucher auf diesen Link geklickt haben. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Wie viele Leute haben auf den Link geklickt und sind dann auf der Seite des Unternehmens gelandet? Oder Möglichkeit Nummer 2. Wie viele Verkäufe wurden über diesen teilweise Affiliate-Link geleistet? Oder Punkt Nummer 3. Du hältst fest, wie viele Nutzer deinen Blog, diesen Blogartikel besucht und angeschaut haben. Das sind die sogenannten KPI, die Key Performance Indikatoren. Jetzt gebe ich dir noch drei Links mit in der Videobeschreibung. Link Nummer 1 erklärt dir in einem Artikel die Frage oder die Antwort auf die Frage: Wie bestimme ich einen Preis für einen Sponsored Post? Denn es gibt jede Menge Leute, die da draußen super gute Artikel schreiben, aber die haben keine Ahnung, wie viel so ein Artikel überhaupt wert ist und verkaufen sich oftmals weit unter Wert. Da gibt es dann eine schöne Tüte Bonbons für oder da kannst du dann Würfelbecher behalten oder kriegst eine Kerze von irgendeinem großen Anbieter, eine schöne Duftkerze. Und ein anderer Blogger kriegt aber für den gleichen Artikel zusätzlich noch 400 Euro. Also, Link Nummer 2: Wie verhandle ich zielsicher meinen Preis? Auch diesen Link findest du in der Videobeschreibung, denn es ist immer wieder fies, wenn ein Blogger feststellt, dass jemand anders für eine ähnliche Arbeit wesentlich mehr Geld bekommen hat. Und in Deutschland, im Festpreisland, da liegt es oftmals einfach nur an den sogenannten Verhandlungsskills. Bist du gut im Verhandeln, bist du gut im Verkaufen, dann wirst du auch dementsprechend hohe Preise für deine Sponsored Posts bekommen. Und das Schöne ist, verhandeln kann man lernen. Daher Link Nummer 2, ein Ratgeber zum Thema: Wie verhandle ich zielsicher meinen Preis?
Und Link Nummer 3, den ich dir in die Videobeschreibung packe, führt zu meinem Newsletter. Und darin findest du viele, viele Tipps für mehr Blogbesucher und höhere Blogeinnahmen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Video, mit den drei wichtigsten Fragen für Blogkooperation. Mach das Beste daraus. Wenn das Video dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn du weitere Anregungen oder Feedback hast, schreib einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Viel Erfolg und ciao!